Hi meine Lieben und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Danke, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Was habe ich heute vor mit euch? Mich hat ein bisschen das Blumenfieber erwischt und deswegen möchte ich heute mit dem einfachsten Werkzeug arbeiten, das wir alle besitzen, und zwar mit unserem Mund. Dazu habe ich mir überlegt, wir machen eine schwarze Base. Für die Farben verwenden wir Bordeaux Rot, Rot, Pink, Gold und Weiß. Das war es eigentlich auch schon. Ich würde sagen, quatschen wir nicht mehr lange rum, sondern legen direkt los. Okay, ich möchte gerne, dass meine Blume perfekt zur Geltung kommt. Deswegen starten wir ganz einfach mit einem dunklen Hintergrund. Das sieht immer besonders schön aus. Zum Verstreichen nehme ich ein ganz normales Palettenmesser. Ihr könnt es auch mit den Händen machen, mit einem Kamm machen, mit einem Rührstäbchen, wie es euch beliebt. Da gibt es kein richtig und kein falsch. So, ich bin bereit, wenn ihr seid. Wir starten heute mit der dunkelsten Farbe. Da habe ich mich heute für Bordeaux Rot entschieden. Gefolgt von einem schönen satten Rot. Ein bisschen Pink darf natürlich auch nicht fehlen. Und ganz zum Schluss geben wir dem Ganzen noch ein kleines Highlight mit unserem Titaniumweiß. So. Genau. Und nun, meine Lieben, heißt es gut Luft holen. Ich habe euch versprochen, wir arbeiten heute mit dem einfachsten Werkzeug, was uns zur Verfügung steht. Ich werde mir Mühe geben, dass ihr jetzt nicht nur meinen Hinterkopf seht, aber ich starte unten rechts und beginne ganz vorsichtig die Farbe auseinander zu pusten. Nun könnt ihr hier schon echt gut erkennen, wie schön sich die Blüten formen. Je nachdem, wie sich eure Farbe verhält, könnt ihr ein bisschen variieren, weniger Druck beim Pusten oder mehr Druck beim Pusten. Ich mache es immer so, dass ich erstmal vorsichtig puste. Ein zweites Mal kann ich immer noch drüber gehen. Jawohl. Thank you.
Wow. Ich finde, das ist wirklich schön. Es ist eine wirklich einfache Technik und man kann hier schon ganz genau dieses wunderschöne Farbspiel beobachten. Die Farben harmonieren toll miteinander und dadurch, dass wir eine schwarze Base haben, heben sie sich, finde ich, noch ein bisschen mehr ab, als wenn die Base jetzt vielleicht weiß gewesen wäre. Ich meine, was soll man dazu sagen, oder? Wow. Bei dieser Technik finde ich, hier ist nicht nur das Endergebnis wirklich bemerkenswert, ich meine, ich muss nicht viel sagen, sondern auch schon der Prozess. Also wenn ich dabei zusehe, wie sich langsam die Farben auseinanderblasen, wie dieses schöne Farbspiel entsteht, ich lasse die Farben machen, was sie wollen, wirkt unglaublich beruhigend auf mich. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde das toll zu beobachten. Was ich jetzt immer noch gerne mache, ich nehme mir ein Rührstäbchen, ziehe ganz fein die Linien nach, um das alles schön miteinander zu verbinden. Das muss gar nicht viel sein. Aber ihr seht, das ist wirklich ein tolles Farbspiel. Das ist natürlich ein Step, den ihr natürlich überspringen könnt. Das ist einfach nur mein persönlicher Geschmack. Ich mag das gerne. Ich finde es auch immer ganz witzig zu beobachten. Ich habe keinerlei Öl oder sonstige Zusätze in meiner Farbe und trotzdem bilden sich hier so ganz kleine Babyzellen. Guck mal hier, hier, hier. Wie die Farbe möchte. Alles klar, Leute. Ich komme jetzt schon zum Ende des heutigen Videos. Ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht wie mir. Mir fehlt gar nichts an dem Bild. Ich finde es wunderschön. Ich kann euch nur ans Herz legen, probiert es selber aus. Es ist wirklich einfach. Ich hoffe, ihr habt heute nicht nur meine Rückenansicht gesehen, sondern konntet wirklich die Schritte gut verfolgen. Ansonsten, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt es mir in die Kommentare. Ich antworte sehr gerne, beantworte euch eure Fragen. Ich bin wirklich zufrieden. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Das ist eine meiner allerliebsten Lieblingstechniken, weil eigentlich immer ein tolles Ergebnis dabei rauskommt. Selbstverständlich müsst ihr nicht die Farben verwenden, die ich verwendet habe. Nehmt eure Lieblingsfarben, probiert euch aus. Wie immer. Ich danke euch ganz herzlich fürs Einschalten. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne ein Abo oder einen Daumen nach oben da. Für mehr Videos verlinke ich euch gerne eine Playlist. Ich freue mich, beim nächsten Mal euch wiederzusehen. Macht's gut!